ob das wirklich eine gute Idee ist, wenn der Alden hier endlich mal mit Level 42 an der Achtuber auf Stör geht. Ob das so eine gute Idee ist, ich weiß es nicht. Also, Attacke Vollgas. Ich stehe hier schon den Abend über, hab gerade erstmal 1A, den falschen Aufnahmeknopf gedrückt. Und was ist passiert? Nichts. Naja, nicht ganz nichts. Ich hab mich schon fleißig aufgeregt darüber, dass sie so verdorcht die Rotaugen meine geilen Köder wegfressen. Das erste war ja noch okay, da hatte ich mal einen Tauwurm drinne testweise. Aber beim zweiten, wenn die hier so Nashornkäferlarven fressen, da werde ich ja wild. Aber anders wild. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ich zähle mich ab jetzt zu den großen Störanglern, Alden. Russischer Stör, abgehakt. 1,373 Kilo. Sensationeller Brocken. Das war schon mal ein anders wilder Drill. Ich dachte erst, wenn er nun an das nächste Rotauge oder was. Ja, also Stör haben wir schon mal dran. Alles schon mal tutti hier. Ich würde sagen, der Spot, der lübt. Was ich jetzt gerade geändert habe, weil jetzt hier gerade nichts mehr ging, seit, keine Ahnung, 12 Uhr in der Nacht, also 3 Ingame-Stunden, da habe ich mir gedacht, komm Alter, ich werfe hier nochmal ein bisschen was aus. Und zwar das, was ja zuletzt immer wieder auch ganz gut ging für Aralbarbe und Co. Und zwar habe ich jetzt hier gerade mal einen 1-0er Haken, Flusskrebs, Pellets. Dann habe ich hier Krabbe, Muschel, Soluble, Flusskrebs als Dip. Und das Ganze, beziehungsweise alle drei Routen, liegen hier aus auf 21 Meter zip, zip, in Richtung dieser Schilfkante. 21 Meter weit raus. Warum hier? Dafür gucken wir mal eben in die Rekorde. Wöchentlich deutsche Rekorde. Mal eben hier runtergescrollt. Und dann haben wir hier unter S wie Scherk. Da, der Leitwolf, Alden. Und er meinte, Alden, anders wild. Ich bin ja hier eigentlich auf was anderes aus. Aber hier ballern gerade die Scherk rein. Und ja, ne, da habe ich mir gedacht, geil, kann ich auch. Ich renne jetzt dahin und ziehe jetzt hier auch den Scherk raus. Dementsprechend habe ich mich jetzt hier präpariert. Krebsschwanz dran und so weiter. Irgendwelche Goldköder drauf geballert und gib ihm. Futtermische auch noch zusammengetüdelt. Und in der Hoffnung, dass da jetzt was lübt, stehe ich hier. Beziehungsweise sitze hier mir den Podex wund und denke, ja, jetzt weißt du auch, warum du noch nicht Störangeln gemacht hast. Alter, ist das langweilig. Mann, 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 Mann. Das kannst du dir ja nicht ausdenken. Hier geht ja gar nichts. Ich meine, wenn da mal was reinballert, dann ist aber hier Attacke Vollgas. Das ist ja klar. Aber bis dahin, was macht man den ganzen Tag? Vor allem, was soll ich jetzt machen? Soll ich mir nebenbei noch YouTube anmachen oder was? Ich meine, das ist ja. Sollen wir uns nebenbei was hier angucken? Dann machen wir eine auf halb Reaction und dann machen wir auf der anderen Hälfte, machen wir hier Störangeln oder was? Kann ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen. Das ist natürlich ein Ding hier. Also wenn man mal sowas wie die Barbe zum Beispiel hat, ne? Die Aralbarbe, dann lübt das ja so einigermaßen, dann hat man mal immer wieder was dran. Aber bisher hier, seit einer Viertelstunde, es ist vielleicht ein bisschen, ne? Ich habe ja gerade nochmal neu angefangen jetzt gerade, aber ich sag mal, seit gut 10 Minuten nichts. Nichts fangen, kein Gezubbel. Weiß ich nicht, ey. Weiß ich nicht. Ich guck mal rein. Gucken wir mal, wir können mal. Ich lass mich mal judgen. Von euch erfahrenen Störanglern. Oder zumindest diejenigen, die meinen, dass sie welche wären. Das reicht ja auch schon. Die können das ja meist sogar noch besser als die, die wirklich Erfahrung haben. Das Judgen. So ist das Setup zusammengebaut. Ich habe es einfach mal simpel zusammengebaut, ähnlich wie mein Karpfen-Setup. Wenn mich nicht alles täuscht, fällt mir jetzt gerade ein, muss man, glaube ich, kein Vorfach verwenden beim Störangeln. Naja,
Dort bisschen Differenz hier ist, glaube ich, nicht so wild. Ich habe erstmal nur einen entspannten 1-0er Haken genommen. Nashornkäferlarve. Auf das PVA gehen wir gleich ein. Das andere Ding sieht so aus. 1-0er Haken mit Krebsschwanz. Ansonsten, glaube ich, alles ähnlich. Fast. Ich habe hier Fluorocarbon. Ja, gleiches PVA. Und da zuppelt es los. Ich werde ja weich. Und das habe ich jetzt gerade eben rausgeschmissen. Hatte ich ja, glaube ich, gerade schon kurz gezeigt. Hier Mist mit Flusskrebs, Pellets und allem drum und dran. Also, das wäre doch mal was. Klingt hier oder fühlt sich zumindest schon mal nicht nach einem Rotauge an. Es ist ein Rotauge. Es ist ein Rotauge. Es ist ein Rotauge. 1,3 Kilo. Ich weiß es nicht, Alter. Ich weiß, also jetzt wirklich, jetzt mal ernsthaft, ey. Ist das normal? Ich ändere das mal. Ich mach mal hier. Soll ich mal Maikäfer drauf machen? Ich mache nochmal Krebsschwanz drauf. Ich mache nochmal Krebsschwanz drauf. Ich habe ja hier alles auf Krebs. Wir gucken gleich mal rein ins PVA. Ich habe ja hier alles auf Krebs tendenziell. 21 Meter an die Spitze vom Schilf. Alles schön hingelegt. Zugemacht. Zwischendurch mal dran rumzuppeln. So. Und dann lübt der Lachs. Aber das ist ja... Das ist ja wirklich... Also so, ne? Das ist doch Trollolol. 1,3 russischer Stör und das Rotauge war fast genauso schwör. Ha! Okay, wir gucken mal eben kurz ins PVA. Nein, es ist kein Rotaugen-PVA. Leinsamen als Basis. Getrockneter Kyrill. Fluss... Wandermuschel, gehackte Würmer, Flusskrebs, Feed Pellets 16 und Flusskrebs Soße. Schön reingequetscht, die Soße. Ja, aber trotz allem ist das doch sehr, sehr eigenartig. Sehr, sehr eigenartig, dass hier bisher nur so ein Klamauk reingeht. Das ist doch wirklich eigenartig und vor allem so überflüssig. Und ich frage mich natürlich, wie lange muss man hier stehen und wie lange braucht man hier, dass das irgendwie losgeht. Futtermische ist drin. Das Ganze ist auch schon lange aktiv, weil das ja schon lange noch drin ist. Verschiedenste Köder schon getestet. Es ist, also ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also da bin ich wirklich eher dabei und sage, komm Alter, ich stelle mich hier mit der Spinning-Route auf Wels und bin dann aktiv da irgendwie am Durchjiggen und versuche hier einen fetten Wels rauszuziehen. Aber sowas, das geht halt nur AFK, oder? Du stellst dich hin, du machst den Stream an, du guckst dir ein YouTube-Video an und dann machst du einfach nebenbei dieses Störangeln. Da kann mir doch keiner erzählen, dass man sich hier hinsetzt und dann an den Routen die ganze Zeit fiebert und sich denkt, jetzt beißt er, Alter. Ich weiß es nicht, Alter. Ich weiß es wirklich nicht. Stör ist für mich einfach zu schwör. Also, ich teste weiter. Ich werde jetzt gleich irgendwie AFK gehen. Guck mir was an. Du könntest ja mal sagen, was du anders hättest gemacht. Ja, wo gehst du auf Stör? Ich teste das gerne. Probier das auch gerne nochmal ein bisschen weiter aus. Und ich teste auch verschiedenste Futtermischen. Attacke Vollgas. Hier wurden die Brocken gefangen. Die Frage ist natürlich, in welchem Zeitraum. Und ja, wie lange hockt man sich hier hin und hat die Geduld darauf, dass hier irgendwann mal irgendwas reingeht. Bei mir
ist das ein bisschen eng. Deswegen mache ich Spinning Main. Das macht einfach mehr Bock. Ich hoffe, es hat dir irgendwie gefallen. Teste du doch mal, wie gesagt, den Spot. Würde mich wahnsinnig interessieren, ob bei dir was reingeht. Petri, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.